war. Wie heißt die Straße hier? Wilmsrodamm. Wilmsrodamm. Das Ende des Wilmsrodamms. Genau. Dann geht da weiter. Nächste Woche können wir ja durchfahren. Ja. Wird dann liegen. So schön wie Blick kann kaum ein anderer melancholisch über das wundervolle Leben singen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir vorhin die Meldung erhalten haben, dass ab 8 Uhr dann wieder laut Ministerratsbeschluss verfahren wird und gültige Ausreisepapiere vorgelegt werden müssen an den Grenzübergängen der DDR. Und dass all jene, die sich gern noch einmal im Fernsehen über die Vorgänge dieser Nacht informieren wollen, das tun können, und zwar im dritten Fernsehprogramm in der Nordkette ab 7 Uhr im Frühstücksfernsehen und im ersten Programm um 10.03 Uhr bis 10.50 Uhr Berichte über diese historische Nacht. Also waren alle happy. An der Invalidenstraße war auch prächtige Stimmung. Allerdings kam eben die Meldung, dass es ab morgen früh um 8 zwar nicht zugemacht wird, aber dass nun die Siedlung, so wie sie verkündet worden ist, ab morgen früh in Kraft treten soll, 8 Uhr. Heißt also zur Volkspolizei gehen, sich einen Stempel holen und dann ausreisen dürfen. Wie kommt das hier so an? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand mitmacht. Wir sind dann nur schon mal alle hier und wir haben jetzt alle gesehen. Wir lassen uns dann irgendwo nicht mehr gefallen. Wenn man jetzt schon mal angeboten gekriegt hat, es kann nicht sein, dass er morgen wieder erst anders aussieht. Wir sind dann nicht so dumm hier oder so. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das irgendjemand durchsetzen kann. Wie ist es denn gelaufen beim Rauskommen heute? Ist überhaupt noch ein Ausweis vorgezeigt worden? Oder? Also im Grunde haben wir gar nichts vorgezeigt, denn die Polizei, die dort anwesend war, konnte die Massen überhaupt nicht mehr bewältigen, richtig. Wie viel Uhr? Also ich habe es um 11.30 Uhr erfahren, also 23.30 Uhr, und bin dann los und habe vielleicht eine Stunde gebraucht, bis ich rüber war. Und das, also die Autos standen natürlich viel länger als die Leute, die sind zwischendurch und rüber und nichts. Die Bullen im Grunde haben nur gewunken und macht's gut. Das war es eigentlich. Nochmal die Frage nach hier, wenn es denn nun weiter möglich bleibt, jederzeit zu gehen, aber man eben diesen Stempel dafür braucht, ist trotzdem ein großer Wermutstropfen, ja? Ja, also würde ich sagen. Also am besten. Wenn man Dinge berichten kann in dieser Stadt, dann machen wir gerne weiter. Wir sind bis 35 für Sie weiter dran. Scheiße, meine Uhr, die interne, ist immer noch Sommerzeit, ey. Bist du in Sommer? Er ist ja eine Balle, gell? Super, der wartet. Das ist super. Genau, ey, da hinten ist sowieso das große Perkup-Konzert, ja? Ja, gut, gute Fahrt! Alles klar, ey, viel Spaß noch, wa? Ciao! Scheiße, ich hab wirklich kein Geld mit, ey. Jetzt hab ich es. Im Süden nach werden der neuesten Ostberliner Verfügung eine Besucherwelle ein. Sie war allerdings nicht so stark wie die in Berlin. Inzwischen meldete der Ostberliner Rundfunk, dass der freie Durchgang von Ost nach West nur noch bis heute früh 8 Uhr möglich sein soll. Unter Berufung auf die Volkspolizei der DDR hieß es, man wolle dann, wie in der Verfügung des DDR-Ministerrats angekündigt, damit beginnen, Ausreisekontrollen auszustellen. Die aktuelle Nachricht. Geil. Das nehmen wir auch als Personal. Ich glaube, Alter. Das ist hier Joachimsthaler, ne? Er geht gut am. Thank you.
krasse Kirche bekommen, ey. Wirklich. Jetzt war aber als ganz krasse Jacke fühlt sich an den Wellen. Und noch Bilder von Kuhn oder so. Und die haben ja ihren großen Moment gesorgt. Ja, also ich hätte nichts dagegen, von mir aus können wir machen. Wir fahren für die Straße. Du kannst auch hier durchgucken. Sonst in Ost-Berlin. Guck mal, hältst du die Anzeige aus?
VO. Eine Straßenbahn. Ja, und noch einer, Jörg. Ja, ist nicht super. 5.43 Uhr haben wir das, kann sein. Oder 5.44 Uhr. Ja. Friedrich. Genau. Du kannst es bezeugen, dass wir hier waren. Wir geben hier ein bisschen Deckung. Thank you.
Nee, ich hab Brasilien. Bitte, sehr, sehr. Nee, so schön auf werden, auch nicht schlecht. Ne? Starke Bilder. Schwenk. Ist ja stark, ey. Das ist getrennte Schweigen hier. Ist auch nicht. Vielleicht einen netten jungen Herrn, die hier überall rumstehen, in grünen Uniform. Ja. Was ist denn das da? Ich hoffe, du bist auf der anderen Seite. Warte, ja. Ey, wir müssen auf der anderen Seite. Dann haben wir Bussen jetzt schon rüber, oder was? Mit Bussen fahren wir rüber? Fahrstuhl und mit Bus fahren wir auch rüber. Das war auch ein Gitter, Junge, oder? Ey, der ist total ausgeflogen. Vorsicht, lauf nicht gegen die Autos. Ja. Ja, da. Schau ihn dir an, der kann gar nicht erwarten. Ja, was hier? Du hast nur die Quatschfeuer. Schon mal messen? Nee, doch. Warte mal, nee. Lieber da. Das ist doch verrückt, ja. Wir müssen da drüben wieder rum. Karte mitnehmen. Ich bin meine Freunde durchgegangen. Ich muss eben meine Freunde durchgegangen. West-Berliner? Ja. Gut. Hier. Hey. Ja, er muss einen Zettel ausfüllen. Wow, kann ich sagen, der ist denn hier drüber? Nee, der kommt ja nicht mehr zurück. Jetzt haben sie ihre Karten hier. Sie ihre Karten sogar hier. Warten wir jetzt auf den oder was? Nee, oder? Das dauert zu lange. Ja, wir haben ihnen gesagt, es ist geht relativ schnell, die müssen sie ja nur ausfüllen. Ja, aber sie kommen ja nicht durch hier. Komm nicht rein, also. Gehen wir? Ja, ich habe ihnen gesagt, wir warten in der Kreuzung noch beide. Und hier? Aber besser ist dann nach vorne warten, oder? Weiß ich gar nicht. Ich bin zwar schon ein bisschen ruhig. Ja, wird schon Tag. Wie lange wird es dauern? Beim nächsten Schwung mit, oder wie? Nee. Ja, achso, der kann dann einfach so rüber, oder was? Nee. Ja, sag nicht lange, bis der drin ist. Ich meine, du hast ihm jetzt versprochen, nicht stimmt. Hast du gesagt, du wolltest, ne? Kannst du ja mal fahren, wenn du mal rüber kannst, oder wenn du mal rüber kannst, du dir nochmal sagen, also. Ja, was ist denn?
Ich meine, hier kommt er nie raus. Ja? Was? Jetzt kommt er schon. Alles hier rüber. Alles DDR rüber hier. So, ja, gut, ja. Ja, komm, ja. Ja, wollen wir noch? Ich will noch drüben ein bisschen warten, aber. War nur so. Ich blende so ungern in Rot aus. Also, der war ja in Potsdamer Straße. Echt, ey. Ein Mensch hier. Und Kitzstrahlung? Mhm. Das war ja klar. Rekord. Dann wieder durch. West-Berliner. So, alles West-Berliner? Ja, drei Leute. Moin. Moin. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was schön bei uns? Ja, toll. War schön bei uns. Ja, super. Ich dachte, der macht dir jetzt wieder eine Krampfe da, ne? Ich glaube, ich kotze, ey. Das habe ich auch noch nicht erlebt, ja. Echt, ey. Echt, ey, so einfach. Morgen, Entschuldigung. Gut, hoffentlich hat es Spaß gemacht. Guck mal, was die Sonne gibt, wenn ich mal. Also, es war ein richtiges Abenteuer, würde ich mal sagen, wa? Da haben wir ja Glück gehabt, wa? Komm, das Bild Überschrift war. Trabi blieb kurz vor dem Ende der Freiheit stehen. Ja. Bei mir, wir haben direkt. Scheiße, ey. Ja, ich mal rüberkommen. Ich hab nichts mit, keine Taschentücher, ey, keine Knete. Warte, muss jetzt nämlich die Scheine ausholen. Und hin nach oben. Ja, der wird die blockieren jetzt dauert. Der glaubt gar nichts. Aber der Schein? Wie sieht das? Und wer ist denn das? So. Wo scheint das wieder? Ja, heute war das Kühl. Hey, ich frag jetzt mal, ob ich überhaupt da drüben hätte filmen dürfen. Ich frag ihn von der Westküche. Ich hab die Kamera ganz gut gleich durchgelogen dadurch. Was musst du denn da ausfüllen? Ach, die Welt eigentlich bescheid ausfallen. Einfach so ausfallen, der eigentliche macht so. Anfahrt auf Ausreise? Ja. Wieso Ausreise? Ich hab jetzt erstmal wieder hier, mach die Spinnen schon wieder an. Runde. Ja, Knete brauchtest du nicht abbiegen oder Hundentasche oder irgendein Scheiß. Jemand? Normalerweise kriegst du jetzt Knete. Das ist der Start. Da. Ich
Thank you.